Am 25. Januar besuchte Landrat Clemens Körner vom Rhein-Pfalz-Kreis die Rhein-Neckar Verkehrsbetriebe GmbH in Mannheim. Neben einem allgemeinen Austausch unter anderem mit RNV-Geschäftsführer Christian Volz und einem Rundgang mit Besichtigung der Werkstätten gab es am Fahrzeugsimulator auch detaillierte Einblicke in das Berufsbild der Straßenbahn- und Busfahrerinnen und Fahrer sowie in den Beruf der Lokführerinnen und Lokführer. Neben dem Spaß, der durchaus durch den Fahrsimulator vermittelt wird, wollte der Landrat aber auch wichtige Botschaften senden. So ist der Beruf, ob als Busbahn- oder Straßenbahnfahrer, sehr verantwortungsvoll. Im Schichtbetrieb werden Tag und Nacht tausende Personen im ÖPNV im Gebiet des Rhein-Neckar Verkehrsverbundes befördert. Zum Zweiten fordert der Landrat mehr Respekt für die Fahrerinnen und Fahrer, denn auch im ÖPNV spiegelt sich die Verrohung der Gesellschaft 1:1 wider, wie Geschäftsführer Christian Volz berichtete. Einen dritten Punkt, den der Landrat vom Rhein-Pfalz-Kreis hervorhob, ist die Attraktivität des Berufs. Die Verantwortung wurde bereits erwähnt, aber auch die Ausbildung stellt an sich hohe Anforderungen. So werden allein am Fahrsimulator rund 500 verschiedene Signale trainiert. Herr Körner, was nehmen Sie von heute mit? Ja, also die Absicht dieses Besuchs war natürlich quasi wie ein Kindheitstraum, mal Lokomotive zu fahren oder eine Straßenbahn. Aber das war nicht der richtige Grund, sondern die Wertschätzung den ganzen Mitarbeitern des öffentlichen Personennahverkehrs gegenüber zu bringen. Wir nehmen das alles so wahr, aber wir sprechen dann von mehr Angeboten. Aber wir brauchen Busfahrer, wir brauchen Straßenbahnfahrer, wir brauchen natürlich auch Lokomotivführer. Und deshalb war es für mich wichtig, dass wir dann quasi die Wertschätzung von diesen Berufen zum Ausdruck bringen wollen und vielleicht auch die Botschaft rüberzubringen, dass man mit den Personen, die hier vorne dann die Verantwortung haben, dann auch respektvoller umgeht. Denn das ist natürlich immer so, dass es bei Zugverspätungen, habe ich gehört, wird es oftmals so persönlich dargestellt, als sei der Zugführer dann verantwortlich für die Zugverspätung und dass dann auch sehr ruppig da miteinander umgegangen wird. Und das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Die Zugführer haben Verantwortung für 400-500 Menschen, für die Sicherheit von A nach B, und das sollte man dann auch das sehr mit Respekt würdigen, dass die sich für meine Sicherheit auch einsetzen. Das war auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich heute jetzt mal hier war und habe mir das mal alles mal angeschaut. Hat es Spaß gemacht? Es hat wirklich Spaß gemacht. Das ist das zweite Mal, wo ich an einem Simulator war. Einmal bei A320 in Frankfurt an einem Simulator und bei der Straßenbahn bei der Eisenbahn jetzt heute. Ich muss sagen, es ist absolut vergleichbar. Nur die Straßenbahn bleibt halt auf dem Boden. Beim Flugzeug geht man halt hoch. Aber das ist eine sehr tolle, herausfordernde Sache. Und ich kann nur Werbung dafür machen, dass man sich dieser Sache auch öffnet und ja, das als Beruf mal als Ziel hat. Das wäre dann auch in unserem Sinne, dass der ÖPNV auch in Zukunft funktioniert. Kuhtan Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. Kuhtan Immobilien.